Trataka und seine Wirkung gemäß Hatha Yoga Pradipika. Kommentar zum 31. und 32. Vers des 2. Kapitels der Hatha Yoga Pradipika. Svatmarama schreibt: Atha Tratakam Nirikshe Nishchaladrisha Sukshma Lakshyam Samahitaha Ashrup Sampata Pariyantam Acharyais Tratakam Smritam. Nun die Augenreinigung. Blicke, ohne mit den Augenlidern zu zwinkern, eine Minute auf einen Gegenstand mit deinem Geist konzentriert, bis die Tränen in die Augen kommen. Das wird von den Lehrern Trataka genannt. Vielleicht ein Wort zur Terminologie. Eventuell kennst du die Übung unter Tratak. Trataka ist Sanskrit. Tratak ist die Verkürzung, wie sie zum Beispiel im Hindi üblich ist. Und die meisten Yogameister sprechen von Tratak. Und weil Swami Vishnu auch es Tratak genannt hat, haben wir es auch so übernommen. Vom Sanskrit her wäre es Trataka. Also langes A und das T von Ta, Trataka, wäre zerebralisiert, wenn du weißt, was das ist. Gut, aber wichtiger hier als das Sanskrit ist die Übung selbst. Atha Trataka, nun die Augenreinigung. Der Yogi sollte Nirikshet schauen, und zwar Nishchaladrisha, mit bewegungslosem, starren Blick. Also beständig auf etwas schauen. Auf Lakshya, auf ein bestimmtes Objekt, das Sukshma ist. Und wie sollte er das machen? Samahita, konzentriert. Und zwar Sampata, bis zum Erscheinen von Ashru, von Tränen. Und wenn er das macht, dann ist das Trataka. So wird es mindestens von Acharyas, also von den großen Lehrern, erinnert, Smrita. Vermutlich kennst du Tratak vor allem mit einer Kerzenflamme. Und diesbezüglich gibt es ja auch jede Menge Videos im Internet. Ich glaube, ich selbst habe dort auch schon ein halbes Dutzend Versionen von Trataka-Videos veröffentlicht. Wenn du also Übungsanleitung für Tratak suchst, dann gehe auf yoga-vidya.de und gib ein Tratak, T-R-A-T-A-K. Und dann kommst du zu einigen Übungsanleitungen, sowohl als Texte wie auch als Videos und Audios. Du kannst aber auch Tratak üben auf etwas anderes. Du könntest auch zwischendurch zum Beispiel an einen Punkt an der Wand üben. Oder angenommen, du musst irgendwo warten, dann kannst du auch an ein Blütenblatt anschauen. Oder du kannst in die Augen deines Meisters schauen oder auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Oder du kannst dir eine bildliche Darstellung Gottes nehmen, eine Murti, zum Beispiel Saraswati, und kannst dort zum Beispiel Punkt zwischen den Augenbrauen oder die Herzgegend anschauen. Wenn du beständig so auf diesen einen Punkt schaust und dann den Geist auch konzentriert hältst, dann wird dadurch eine gewisse Ruhe geschaffen. Trataka gilt zum einen als Augenreinigung, wenn eben Tränen kommen, das ist sehr gut. Es gilt aber auch als eine Übung für die Konzentration. Was Trataka bewirkt, das erzählt Svatmarama im nächsten Vers. Er sagt, 32. Vers, Mochannam Netra Roganam Tandradinam Kapatakam Yatnatas Tratakam Gopyam Yathahata Kapetakam. Dieses hält die Augen frei von Krankheiten, von Erschöpfung und schließt die Tür für andere Krankheiten. Der Yogi soll die Augenreinigung wie ein Goldschatz sorgfältig hüten und geheim halten. Also was bewirkt Trataka? Zuerst einmal heilt Beschwerden des Auges.
Also Trataka soll auch helfen, dass du besser siehst und die Gesundheit des Auges erhältst. Vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp: Wenn du Trataka regelmäßig übst, solltest du auch die anderen Augenübungen des Yoga üben. Also nach links schauen, rechts schauen, oben, unten und so weiter. Da gibt es ja auch einige Videos dazu, Yoga-Augenübungen. Trataka hilft aber auch gegen Erschöpfung. Angenommen zum Beispiel, du hast eine Phase, wo es dir schwerfällt, konzentriert zu bleiben bei der Meditation, dann kannst du mit offenen Augen meditieren und zum Beispiel eine Kerzenflamme anschauen. Im Zen gibt es das ja auch, wo Menschen eben nicht mit offenen Augen meditieren, sondern vor einer Wand sitzen, typischerweise einer weißen Wand, dann sollen sie die Augen offen halten und das soll auch helfen, wach zu bleiben. Trataka kann auch helfen, das feinstoffliche Wahrnehmungsvermögen zu erhöhen. Gerade wenn angenommen, du würdest jeden Morgen eine halbe Stunde Trataka mit einer Kerzenflamme üben, vielleicht schrittweise sogar auf 2 Stunden erhöhen, wirst du anfangen, Aura sehen zu können, Prana sehen zu können, vielleicht sogar Feinstoffwesen sehen zu können. Ich habe das selbst mal auf Anraten eines Swami Nityananda einige Monate geübt und es war sehr faszinierend, welche Wirkungen dort entstanden sind. Gut, mein Meister Swami Vishnu Devananda hat mir nachher gesagt, ich soll das Aura-Sehen wieder abschalten, aber Trataka war so eines der Elemente, wie ich das auch mal erfahren habe und interessant gefunden habe. Übrigens, warum sollte man es auch dauerhaft abschalten? Es ist irgendwo nicht ganz fair, wenn man die Auras von Menschen sieht und so Rückschlüsse auf ihr Befinden bekommt und Rückschlüsse auf ihre Energie bekommt. Also, irgendwo ist es ein Eintreten in die Privatsphäre anderer. Und so meint es Swami Vishnu, es ist mal schön, es mal zu lernen, aber dann ist es auch wieder schön, es wieder abzuschalten, aus Respekt letztlich vor der Privatsphäre anderer. Und daher auch, man sollte es geheim halten wie einen Goldschatz, was so heißt, man kann es mal üben, aber diese feinstoffliche Wahrnehmung ist nicht etwas, was man für den Alltag nutzen sollte. Trataka hilft aber auch, das eigene dritte Auge zu öffnen. Es hilft, dass man auch innere Bilder bekommt und dass es leichter fällt, in der Meditation sich zu konzentrieren. Trataka kann man auch üben auf seinen Meister, so kann man nachher seinen Meister sich besser vorstellen. Typischerweise, ich habe Trataka tatsächlich physisch auf meinen Meister gemacht, wenn Swami Vishnu auf der Bühne war. Ich hatte einen Sommer lang immer mit offenen Augen meditiert und Swami Vishnu angeschaut. Manchmal erlebe ich Menschen, die das mit mir machen. Das ist mir dann ein bisschen unangenehm. So freue ich mich, dass da eher weniger Menschen auf diese Idee kommen. Gut, der Swami Vishnu war ein großer Meister. In der Meditation ist er immer in Samadhi gekommen. Und da war es ihm egal, was seine Schüler dort in der Zeit machen. Jedenfalls hat mir das geholfen. Es haben eine sehr starke visuelle Vorstellung von Swami Vishnu zu haben, sodass ich ihn mir jederzeit vorstellen kann, wie er vor mir, leicht über mir sitzt und wieder eine große Prana-Ausstrahlung kommt. Gut, mit Swami Shivanandas Bild habe ich das auch gemacht. Es gibt dort 3 Bilder, die meine beliebten Bilder sind. Mit all denen habe ich das auch schon mindestens einen Monat gemacht, auf jedes dieser einzelnen Bilder eine halbe Stunde Tratak, sodass ich auch in der Lage bin, mir diesen Meister bildlich vorzustellen. Über die bildliche Vorstellung spüre ich, dann kommt die Gegenwart des Meisters. Es rentiert sich also, etwas zu tun, um eine sehr klare bildliche Vorstellung zu bekommen über Trataka oder Trataka üben zur Öffnung des dritten Auges oder einfach für bessere Konzentration und schärfere Sicht. Soweit also zu Trataka. Mehr Informationen zu Trataka findest du auf unseren Internetseiten. Dort gibt es auch Übungsanleitungen dazu, auch Meditationsanleitungen verschiedenster Art. Gehe auf yoga-vidya.de und suche nach Tratak, Trataka, und dann findest du verschiedene Informationen und Übungsanleitungen als Video
und Audio.